Servus Leute, Powerpyro am Start. Heute haben wir mal hier eine schöne Röderkiste für euch. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Da haben wir hier einmal einen großen Vulkan, Dämonenfeuer. Natürlich von Röderfeuerwerk. Alle Artikel hier sind ausschließlich von Röderfeuerwerk. Beziehungsweise werden von Röder vertrieben. Dann haben wir hier einmal Heulsuse. Haben wir ja mittlerweile auch schon öfters gezündet. Auf jeden Fall immer noch ganz lustige Teile. Dann hier eine Neuheit von 2019, Chaos-Kometen. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, haben wir noch nicht getestet. Und dann haben wir hier ebenfalls eine Neuheit, Engelskotze Weißblink. Und eine dritte Neuheit an Batterien, oder an Batterie, die Billig und Willig Nummer 1. Ja Leute, ich würde sagen, wir bringen Feuer an die Lunte. Viel Spaß. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit den Heulsusen. Auf jeden Fall lustiges Design. Genau hier mit den heulenden Smileys. Gehen wir mal ein bisschen weg von unserer Kiste, damit da auch ja nichts anfackelt. Kommst du her? Achso. Licht. Ah, hier habe ich die Zündschnur. Okay. Dann Heulsuse Nummer 1. Jawohl. Sehr schön. Nummer 1. Boah, ordentlich. Verraucht alles hier, genau. So, und jetzt als nächstes Heulsuse Nummer 2. Die kommt. Ah, doch. Sehr cool. Auf jeden Fall immer ein lustiger Artikel. Dann, wo haben wir die Kiste? Ah, hier. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Dämonenfeuer, bevor wir dann richtig in die Höhe gehen mit den Batterien. Laufen einmal ein bisschen durch den Rauch durch. Vielleicht ist es sogar ein bisschen schlauer, wenn wir uns auf die Seite. Ach, wobei. Nee. Passt schon. Vorher muss ich aber die Zündschnur noch freisetzen. Ich kann hier auf die Seite gehen, es ist, da ist auch noch ein bisschen Platz. Ah, ich geh mal hier rüber. Ja, da braucht schon mal ein bisschen. Ja, braucht ein bisschen Anlaufzeit. Das ist häufig so bei Vulkanen. Ja, der Goldeffekt sieht schon super aus, ja, also muss man schön sagen. Vor allem hält er sich ziemlich lange. Ich denke mal, wenn man den Vulkan nochmal irgendwo draufstellen würde, ja, wäre das nochmal ein bisschen interessanter. Aber sieht auf jeden Fall schön aus. Wow. Toll. Also dann, dass das Crackling eingesetzt hat, auf jeden Fall eine extrem hohe Steighöhe, danke dir, das war mir gefehlt. Also den würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Wirklich ja, schöner Vulkan. Also ich muss sagen, wir haben den gesponsert bekommen, ja, deshalb. Aber ich glaube, der Preis ist recht hoch, muss ich schon sagen. Ja? Ja, ich weiß nicht, am Anfang braucht es halt echt seine Zeit, bis er mal richtig anfängt. Aber doch, schon ein sehr schöner schönes, Vulkan. Schönes Teil auf jeden Fall. Genau. So. Dann gehen wir mal weiter, wieder Richtung Batterien. Und dann würde ich sagen, welcher, sollen wir anfangen, sollen wir von oben nach unten? Genau, weil ich glaube, ich will sogar die Weißblink, die Engelskotze. Weißblink will ich zum Schluss zünden. Ja, fangen wir an mit Billig und Willig und danach die Chaos-Kometen. Ja. Willig und Willig Nummer 1, da gibt es anscheinend auch noch andere. Habe ich gesehen. So, dann nehmen wir die mal. Stellen die ein bisschen weiter weg. Machen wir die absichern noch. Geht so. Okay. Geht so.
So, da gibt es die billig und willig Nummer 1. Schauen wir mal ganz kurz noch, bevor wir sie anzünden, auf die Angaben. 25 Schuss, 25 mm, 25 Sekunden Brenndauer, 300 Gramm NEM. Ja, was erwartet uns? Weißblinker mit blauen, gelben Sternen oder mit grünen und pinken Sternen? Oder. Oder, okay. Okay, können wir uns abwechseln. Ja, musst du dir einfach vorstellen. Wir werden es sehen. Manche sehen halt grün und manche sehen halt pink. Das ist das Gleiche. Feuer an die Lunte, los geht's. Oh. Wow. Toll. Also relativ schnelle Schussfolge. Richtig schnell, ja. Hat mir aber gerade echt ziemlich gut gefallen. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was haben wir hier stehen als nächstes. Die Chaos-Kometen haben wir hier unten. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Hier haben wir 49 Schuss, 20 mm, 25 Sekunden Brenndauer, eine NEM von 466 Gramm. Also fast komplett ausgereizt. 466 Gramm. 466 Gramm und die wiegt gar nicht mal so viel. Ja. Also relativ leicht. Da bin ich mal wirklich gespannt, was das Teil drauf hat. Und go. Richtig cool, eine Doppelsalve zum Schluss. Richtig gut. Also ja. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Mal ein neuer Effekt mit bunten Sternen. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen hier. Da hat Röder wirklich sich was Gutes einfallen lassen. Und dann als Finale von diesem Video die Engelskotze. Schaut euch das Bild an. Einfach nur... Geil. Ja. Das kann nur Markus gewesen sein mit der Idee. Eigentlich nur Markus. Also, ja... Markus, falls du das Video sehen solltest, schreib uns bitte mal in die Kommentare oder wer auch immer von Röder Feuerwerk das Video sehen sollte. Ja, schreibt uns mal rein, wer auf die Idee gekommen ist hier. Auf jeden Fall geil, dem Power-Bio gefällt. Ja. So, dann wenn wir auf dem Weg zu den anderen Batterien sind, schauen wir mal hier. Wir haben 25 Schuss, 30 mm, 25 Sekunden Brenndauer und eine NEM von 450 Gramm. Die wiegt jetzt auch schon mal ein bisschen mehr als die Chaos-Kometen. Aber wir bringen trotzdem Feuer an die Lunte, schauen, was passiert. Viel Spaß. Ich hab so Bock auf Blinker. Ja! Blinker und Blau. Das ist ein Salut. Oh, was heißt es? Was heißt es? Man hört überall die ganzen Hülsen. Hier ist mittlerweile ruhig, wir sind noch die einzigen, die hier schießen. Ja. Um 2:30. So, ja, also die Engelskotze hat mir eigentlich auch relativ gut gefallen. Müsste man meiner Meinung nach aber am besten im Dreierfischer schießen. Ja, in einem Nullur-Feuerwerk irgendwie so in einem Verbund verbaut, ja, genau. Denke ich, kommt das auf jeden Fall besser. Da bin ich jetzt, glaube ich, nicht so der Fan von, das Einzel zu zünden. Ich glaube, ich würde es mir da auch nicht holen. Ja, tendenziell eher dann in einem Fächer mehrfach geschossen. Genau, aber schreibt uns mal in die Kommentare, also ihr sollt uns mal in die Kommentare schreiben, welcher Artikel von Röder Feuerwerk euch am besten gefallen hat. Würde uns wirklich mal interessieren. Lasst uns ein Like da, schaut gerne bei Instagram vorbei, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.